Na, es sind ja zwei grundverschiedene Rollen. Im Leben der anderen spiele ich einen Theaterautor, der ein künstlerisch begabter, ein bisschen in sich zurückgezogener Mensch, der sich versucht, zu diesem Regime zu verhalten. Harry Wind ist das Regime. Ja, Harry Wind benutzt das Regime, spielt mit dem Regime. Das ist ein Gambler. Und das ist halt für einen Schauspieler ein Traum natürlich. Ja. Eigentlich nur in so einem Kammerspiel zu sitzen und diese ganzen Farben zu bespielen, das ist ein großer Reiz für einen Schauspieler. Und das ist halt, die beiden Rollen haben nichts miteinander zu tun. Der spielt mit Menschen, macht das aber sehr, hat das, dieses Spiel zu einer Perfektion betrieben, zu einer Perfektion gebracht, die wirklich einzigartig ist. Das macht diese Figur auch so spannend. Dass der, wie ein Schachspieler, immer fünf, sechs, sieben Züge voraus. Das heißt, er spielt mit anderen, er berechnet andere Reaktionen vor. Er ist eigentlich im Hintergrund. Er ist ein Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht. Obwohl er sehr eitel ist. Ja? Man denkt eigentlich von einem eitlen Menschen, dass er vor der Kamera sein will und immer hier und immer da. Und der Harry Winter ist, glaube ich, ich würde ihn als eitel bezeichnen, aber er hat einen ganz anderen Spaß, der in der zweiten Reihe stattfindet. Der den Genuss eigentlich, der Genuss ist, die anderen in die Falle laufen zu sehen, sie leiden zu sehen, sie lachen zu sehen und das zu steuern. Und zu wissen, der lacht, weil ich ihn lachen mache. Der weint, weil ich ihn weinen mache. Und das ist seine Lust, glaube ich. Und das ist die große Qualität von dieser Figur. Der hat keine Moral, natürlich nicht. Ja, und ein Gartenzwerg, ich meine, den Amis ein Gartenzwerg aufzubrummen und sagen, ihr braucht das. In jedem Vorgang muss ein Gartenzwerg stehen, weil das einfach Kult ist. Also er macht Dinge zum Kult. Er verkauft sie, das ist ein guter Verkäufer auch. Ja, das ist sein Alltagsgeschäft. Ja? Bei allem Ausprobieren. Das hat er mit Macht was zu tun. Er will ja die Macht. Aber gar nicht, dass er jetzt, glaube ich, er will nicht regieren. Er will die Macht über andere haben. Er will einfach im Hintergrund, was ich vorhin sagte, diese Fäden ziehen. Das ist für ihn die Lust. Also ein Mächtiger, die Macht haben, aber gar nicht offiziell. Und das macht ihn ja auch so reizvoll. Ja. Man sagt, der ist eben nicht, dass er sich so, guck mal, was ich alles kann und wie toll ich bin. Und der muss auch kein Präsident sein und kein Kanzler. Der will sein Büro haben und damit arbeiten. Und ob das Atombomben sind oder Gartenzwerge, das Spiel macht Spaß. Eigentlich erst durch den Film. Ja, das war für mich immer ein neutrales, nettes, kleines, liebes Land. Das denkt man nicht von der neutralen Schweiz. Und wenn man dann die Hintergründe recherchiert und wie sowas dann auch möglich ist, in unserem Film wird das ja herrlich beschrieben, dann stellt man fest, es ist natürlich möglich und gar nicht so schwierig. Absolut. Ihm geht es um das Spiel selbst. Der kann auch grandios scheitern. Dann steht er da und sagt, wie Anthony Quinn in Alexis Sorbas guck mal, wie schön zusammenbricht. Ja, das ist nicht der ärgert sich dann so. Der kann verlieren auch. Harry Wind ist einer, der in der Lage ist zu verlieren. Der hat große, große Freude auch am Gewinn. Aber wenn er richtig kräftig, wenn er alles eingesetzt hat und das dann schön zusammenkracht, kann er sich das auch angucken und Spaß haben daran. So, ich habe alles probiert. Fange ich wieder woanders an. Der hat keine Angst. Harry Wind ist jemand, der keine Angst hat, weil was ich vorher versucht habe zu sagen, ist es ja nicht real. Es sind ja seine Geschichten. Das heißt, die haben auch scheinbar keine wirkliche Konsequenz. Das heißt, ob das jetzt um einen Dollar oder um eine Milliarde Dollar geht, das Spiel ist das Gleiche. Das kommt darauf, vielleicht liegt bei dem einen Dollar der Reiz woanders. Würde das Spiel auch spielen.
Das heißt, er wird nicht nervös, wenn es um hohe Einsätze geht. Im Gegenteil, er wird ganz ruhig eigentlich. Und das steigert die Lust. Das heißt, er hat keine Angst und ist dadurch in der Lage, hohe Einsätze zu spielen. Ja, und wirklich das große Rad zu drehen auch. Ich glaube, ja. Mitleid gehört, ist ein Teil des Spiels. Und der Spieler hat auch Mitleid. Das ist in sich eine geschlossene Welt. Wenn er kein Mitleid hätte, wäre er ja gemein. Ist ja nicht gemein. Der baut was auf, da läuft der andere rein und sagt, Mensch, musst du jetzt da reinlaufen. Ja, das hat ja auch einen ganz großen Humor, ja? Einen schrecklichen Humor. Aber also mir gefällt der ganz gut. Also das ist der Humor des Mephistopheles natürlich auch. Ne? Also das ist ein teuflischer Humor. Aber ja, das ist diese Brillanz auch dieses Charakters, ne? Dass der tatsächlich, der hat dann Mitleid. Weint dann heiße Tränen aus Mitleid. Die aber ein Part of the Game. Ja. Das ist einfach, gehört dazu. Ein guter Spieler beweint seine Opfer. Also das ist einfach fantastisch, dass die Mutter von Harry Wind die 50 Franken aus dem Sparschwein nimmt, in die Brusttasche packt und ihn somit als Dieb schützt. Und er will ja die Wahrheit. Er will ja sagen, ich habe das geklaut, ich habe das rausgenommen. Für einen guten Zweck zwar, aber ich habe es rausgenommen. Und das ist einfach ein großer Moment, dass dann die Instanz, die große Instanz, nämlich die Eltern, die Präsidenten sozusagen, sagen, die Wahrheit ist hier jetzt nicht gefragt. Lass es. Und das ist eine Konsequenz, die ihn, also es ist eine große Metapher, aber es ist natürlich toll auch. Ne? Und er nimmt das sehr ernst, ganz ernst. Er hat dann ein Leben geführt, wo er sagt, okay, ich baue mein Leben auf diesen, mit diesen Lügen, um diese Lügen herum und hat es wörtlich genommen. Ich glaube ja, das sind die Biografien, die Menschen machen. Und dem hat einfach keiner zugehört. Der war als Kind schon einsam. Der hat sich in seine Fantasie zurückgezogen. Ein Peer Gynt so ein bisschen auch, ne? Der mit seiner Mutter irgendwo auf dem Berg lebt und in diese ganzen Trolle, in die Trollwelten abtaucht, weil ist ja sonst nichts. Wenn jemand so in Geschichten lebt, wie das der Harry Wind tut, der hat ja fast kein eigenes Leben. Ja, die Identität von dem ist äußerst fragwürdig. Ich weiß gar nicht, wo der die Wurzeln hat. Der lebt in, eigentlich ist das ein Mensch, der in seinen eigenen Geschichten, die er selber gesponnen hat, lebt. Das heißt, er ist, glaube ich, sehr einsam, ja, weil der ist nirgendwo richtig dabei, weil das alles ja, er lebt in diesen Geschichten, die ja irreal sind, die ja von ihm gebastelt sind und verwechselt das mit dem Leben. Und das ist für ihn das Leben aber. Das heißt, für so jemand sind Details wichtig, weil das ist ja das Leben. Und jedes Detail könnte wichtig sein, um eine neue Geschichte zu entwickeln, ja, die ich jetzt noch gar nicht weiß. Und plötzlich fällt mir das Detail ein oder ich sehe es und ein eigener Kosmos entsteht plötzlich. Wie verwebe ich diesen neu entstandenen Kosmos mit dem, in dem ich mich befinde? Und das ist dieser Seiltänzer, der da von Kosmos zu Kosmos wandert und sie zum großen Kosmos macht, den er dann irgendwann auch nicht mehr überblickt. Und das ist aber der Reiz. Ne? Wann stürze ich ab? Wie weit treibe ich es? Ja?